Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja, als ich hier war, das letzte Mal versucht, eine Karte mir zu zeichnen, also immer mitzuzeichnen so ein bisschen. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Naja, ja, weniger gut. Am Schluss war es dann doch ein bisschen unübersichtlich, sagen wir es mal so. So habe ich mir jetzt halt mal eine Karte besorgt gehabt. In der GOG-Version ist ja das Glue-Buch dabei und da sind die ganzen Karten drin. Also hauptsächlich nur die Karten, ein bisschen Information, also im großen Ganzen Information, was hier ist und was für Gegner da sind und so weiter. Und das war's. Und da habe ich mir die Karte mal jetzt quasi besorgt gehabt und habe sie jetzt vor mir liegen. Und so können wir uns das ganze Ding mal anschauen. Außerdem habe ich nochmal geschaut gehabt wegen den Gegenständen, die wir haben. Und da haben wir ja diese Obsidian-Schuppenpanzer. Und die, hätte ich gesagt, kriegt Itria, wenn der Rucksack nicht voll wäre. Sie hat nämlich nur die Lederrüstung. Hast du nicht auch eine Lederrüstung? Ja, aber die ist kaputt. Ah ja. Auf jeden Fall, da wollten wir diese Lederrüstung. Ist auch voll. Dann machen wir das so. Die Schuppenrüstung kriegst du dann und siehst an, die gibt nämlich plus 24, das andere gibt plus 23. Ist jetzt nicht so viel, plus 1, mehr oder weniger. Und diese Lederrüstung, die er anhat, wenn sie ganz wäre, die würde, nun ja, auch diese plus 23 geben, haben wir ja eben schon gesehen gehabt. Und ich finde, zum Waldläufer passt einfach die Lederrüstung besser. So, wie sieht es denn sonst noch aus? Viele Sachen sind kaputt. Da würde ich dann tatsächlich mal einen Zauber sprechen. Und zwar, wir probieren es jetzt mal aus. Ich habe ja gespeichert gehabt. Wir machen das Signal. Und das setzen wir hier. Und dann springen wir mit dir, mit dem Portal zurück. Wenn ich es dann finde. Wo ist es? Da ist es. Damit springen wir zurück. Machen wir einfach Blutgipfel. Und da verkaufen wir ein bisschen Zeug. Und reparieren. So. Du bist voll. Das hier wird verkauft. Der Totschläger, der bringt auch nichts mehr. Der kann verkauft werden. Und das Zeug kann verkauft werden. Ich meine, das bringt jetzt uns auch, naja, 4.000, 3.000. Ja. Entschuldigung, den Niesreiz, den habe ich jetzt einfach mal ausgeblendet. So, egal. Das muss noch repariert werden. Das sollte repariert werden. Da ist alles ganz, da ist alles ganz. Und reparieren. Sehr schön. Es ist die Frage, können wir, sollen wir die zwei Kugeln der Macht abgeben? Dann wird es ja alles noch ein bisschen einfacher. Oder machen wir das ein anderes Mal, wenn wir das Labyrinth fertig angeschaut haben. Gehen wir erstmal wieder ins Labyrinth rein. Und mit zurück kommen wir nämlich wieder an die Stelle, wo wir dieses Ding gesetzt haben. Das ist doch klasse. Dass ich diesen Zauber noch nicht eingesetzt habe oder öfters mal eingesetzt habe, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, was soll's. So, da ist ein Ding, wo wir rüberspringen müssen. Wo ist der? Da ist der. Dann hätte ich aber auch gesagt, gehen wir doch erst einmal nach Norden. Ja, toll. Das bringt jetzt nicht so viel. Ach, ich hasse das. Gerade wenn auch unser Glary versteinert wird.
So, du machst einen Zauber. Die Frage ist nur, was für einen? Implosion? Bringt irgendwie nichts. Liana trifft ja tatsächlich am besten, habe ich den Eindruck. Liegt es da dran, wegen der Treffgenauigkeit? Ja, also wenn ich so sehe, die Genauigkeit hier, die ist da auch ziemlich entscheidend. Von 125, wieso haben wir da eigentlich so viel? Ich habe keine Ahnung. Von 125, 75 ist, geht auch noch, aber die anderen hier, ist unser Zauberer sogar noch besser als unsere drei hier. Das merkt man da ziemlich deutlich, warum die anderen nicht treffen. Naja, gut. Springen wir mal 5 Felder. 5 Felder nach vorne. Spruch hat versagt. Ja, toll. Wieso hat dieser blöde Spruch versagt? Stein zu Fleisch. Es ist jetzt ungünstig. Verfolgt er uns? Ja, der verfolgt uns. Das ist noch blöder. Das ist jetzt sehr, sehr blöd. Können wir mit dem Portal hier einfach springen wieder? Oder geht es nicht, weil der uns verfolgt gerade? Dann machen wir es doch einfach so und gehen schlafen. Hier in Ruhe. So. Dann sollten wir doch jetzt in der Lage sein, den zu besiegen, ohne zu große Probleme zu haben. Vor allem dieser Dings kostet ja fast gar nichts. Das ist ja richtig klasse. So, jetzt kommst du wahrscheinlich. Ha, da ist er noch. So, und hier probieren wir vielleicht mal das Schwert aus. Ach, das ist aber teuer. Wir probieren es trotzdem mal aus. Nee. Bringt nichts. Blitz. Blitz hat jetzt ganz gut was gebracht. Hier ist auch nichts mehr. Und hier ist nochmal ein Minotaurus. Okay. Aber hier ist auch nichts mehr. Na gut. Notieren wir uns mal den Weg hier auf. So, dann gehen wir wieder zurück an die Kreuzung, wo wir gewesen sind. Und da gehen wir nach Süden. So, hier. War das hier? Ja, das muss hier gewesen sein. Genau, hier gehen wir nach Süden. Das sollte auch in eine Sackgasse führen. Und bisher keine Probleme. Keine Medusa, kein Mino. Oh, 2 Stück. Ja, klasse. Komm, das können wir vergessen. Also, nee. Alle versteinert. Also, das geht nicht. Also, ich muss wirklich sagen, das ist so, weg mit euch. Diese Medusen, die sind so nervig mit diesen verdammten Versteinerungszauber. Und vor allem, weil wir ja dann auch gleich noch wieder heilen müssen ohne Ende. So. Zum Glück scheint es diese Medusen nur hier zu geben.
den machen wir natürlich nicht auf, aber ich habe schon gesehen, hier gibt es wieder eine weitere Kugel der Macht. Das ist doch nett. Du hattest, glaube ich, die anderen, richtig? Genau, und das schreiben wir mal auf. Jetzt haben wir nämlich noch eine. So, sehr schön. Das sind dann, glaube ich, drei Stück, wo wir hier aus dem Labyrinth hatten. Oder? Oder waren es jetzt nur zwei? Nee, ich glaube, wir hatten da oben eine, da eine. Ich glaube, es müssten drei gewesen sein. Glaube ich. Da schauen wir mal, wir haben ja... Wie viel haben wir jetzt? Wir haben hier drei Stück. Malefactor hatte vier. Drei Stück, sieben Stück. Das heißt, es fehlen noch drei Stück insgesamt. Okay. Schauen wir mal, ob es die auch hier gibt oder nicht. Hier sind wir jedenfalls fertig. Dann müssen wir hier nochmal rüberspringen. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Und dann gehen wir auch nochmal nach Norden. Und da ist es ziemlich egal, wo wir lang gehen. Mach mal noch ein Splitzchen. Ah, das hat nicht geklappt. Ja, also hier braucht man wirklich eine enorme Treffergenauigkeit, glaube ich, um da weiterzukommen. Hoppala. Warum die Zauber manchmal auch nicht treffen, ob das auch an der Trefferwahrscheinlichkeit liegt, ich weiß es nicht. Hey! Du kannst doch nicht einfach meinen Magier umbringen. Die machen auch manchmal richtig... Richtig heftige Schaden. Manchmal ist der Schaden überhaupt nicht groß, den zu machen, und manchmal ist er ziemlich groß. Haben wir ja schon gesehen gehabt. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, okay. Ist niemand gealtert dabei. So, gehen wir mal weiter. Noch einer. Da hinten muss es ja richtig was Gutes geben, wenn man... Ach nö. Das ist das, was ich meinte. Manchmal macht er so modsmäßig Schaden. Das ist schon fast nicht mehr normal. Genauso wie jetzt halt zum Beispiel. Das ist ja... Naja, also dieses Labyrinth hier, das ist etwas nerviger als die anderen. Es ist auch... falscher Zauber. Mist. Tod erwecken wollte ich doch machen. Und nochmal eine extra Heilung, bitte. So. Ja, also das ist bisher das schwerste Dungeon in Marco... gefunden haben. Nicht wirklich jetzt. Nicht wirklich jetzt. Das gibt es nicht. Also, der Gang hier, der ist so stark bewacht, da muss irgendwas Gutes dahinter sein. Nehme ich mal an. Hoffe ich jedenfalls. So, dann springen wir mal mit dem Teleportzauber. Die Frage, wie weit? Sechs Felder hätte ich mal gesagt. Springen wir mal weit. Na toll, jetzt geht auch noch die Licht aus. Na toll. Und man kann kaum sich dagegen schützen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man sich dagegen schützen... Ich glaube, ich wüsste vielleicht, wie man sich gegen schützen könnte. Das könnte man mal ausprobieren.
Dazu sollten wir hier aber nochmal ein Signal setzen. Und du darfst mal... ein Signal setzen. Und mit dem Portal gehen wir zurück nach... Gehen wir mal nach Blutgipfel. Und dann schauen wir mal, dass wir zum Tempel gehen. Wo war denn der Tempel hier? Geradeaus. Hä? Nee, war ich jetzt gerade hier falsch? Verdammt, wo war denn der... Das da ist der Tempel, glaube ich. Ich glaube, das ist der Tempel. Schlafen wir uns nochmal aus. Gehen hier rein. Und dann probieren wir mal mit einer Spende. Oh, das kostet hier aber relativ viel Grad. Ich hoffe, das ist auch der vom Tempel. Weil das der letzte Stadt ist, ist das hoffentlich auch der beste Tempel. Dass wir hier die besten... Die besten Dinger kriegen. Hoffe ich jedenfalls. Aber machen wir erstmal Licht. Schweben. Signal zurück. Und dann noch den Magierblick. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt uns gegen das ganze Zeug da schützt. Probieren wir es mal aus. So viel zum Thema. Es schützt uns. Ja, so viel zum Thema. Das schützt uns. Also, so richtig geschützt hat es jetzt auch wieder nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Schade. Schade, schade. Ich habe wirklich gehofft, dass es was bringt. Ach, das war doch klar. Das war doch klar, dass es hier sowas geben muss. Die waren so gut beschützt. Hier. Damit haben wir 4 Stück hier drin. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Dynamische Axt. 2 Breitschwerter. Das könnte auch interessant sein, die 2 Breitschwerter. Und das müssen wir uns mal anschauen. Aber jetzt, wo wir das Ding haben, gehen wir erstmal weiter. Hier waren wir noch nicht drin. Also, gegen die scheint sogar dieses Ding viel besser zu wirken. Na gut. Also, da waren wir jetzt auch. Dann geht's nochmal ganz kurz hier nach runter. Da geht's nämlich nicht weiter. Und dann müssen wir hier mal rüberspringen wieder. Und da speichern wir wieder. So. Dann geht es hier weiter. Hier werden wir jetzt in diesen mittleren Raum kommen. Das will ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich gehe mal... Wer weiß, was wir hier alles so finden. Da müssen wir rein noch. Das hieß es, dass wir da rein müssen. Okay. Moment, wo habe ich denn Dings? Das ist aber blöd. Da kommen wir gar nicht weiter. Da müssen wir von einer anderen Stelle hingehen. Also um hier lang zu gehen und zu schauen, ob da noch was ist. Weil ich, wenn ich da jetzt gerade ausgehe... Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann werde ich teleportiert. Gehe ich aber... Ja, gar keine andere Wahl. Das ist für uns gerade eine Sackgasse. Wir könnten natürlich höchstens runterspringen. Aber das bringt jetzt auch nicht wirklich was. Dann gehen wir mal hier lang. Ha. Also hier. Das ist dann auch eine Sackgasse. Okay. Also da kommen wir auch nicht nach dem Norden. Dann springen wir mal hier rüber. Und da kommen wir auch nicht weiter. Ja, toll. Na gut, dann machen wir mal das hier. Dann sind wir wieder hier oben. Das ist jetzt hier, genau.
Dann erkunden wir einfach mal hier weiter. So, da haben wir wieder eine Truhe. Die wir nicht öffnen sollten. Nein, die sollten wir definitiv nicht öffnen. So, gehen wir hierher. Geht es vielleicht aber auch ohne, dass irgendeiner versteinert wird? Haben wir da vielleicht ein bisschen Glück? Das mit den Versteinern, das nervt dermaßen. Na, geht doch. So. So habe ich es mir vorgestellt gehabt. Aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten aufgenommen. Das heißt, hier machen wir mal weiter beim nächsten Mal. So viel ist es jetzt auch gar nicht mehr. Ich bin aber halt gespannt, was wir noch alles kriegen. Ich würde jeden Gang mal durchgehen. Nicht, dass wir da irgendwo in so einer Sackgasse wieder was finden. Vielleicht gibt es da noch eine Kugel, der macht. Uns fehlen ja jetzt halt, wir haben 4 Stück. Wie viel fehlen uns noch? 2 Stück, glaube ich, noch. Ja, genau. Einer haben wir ja schon im Kriegerheim noch stehen. Das heißt, 2 Kugeln der Macht würden noch fehlen. Es könnte durchaus sein, dass die hier noch in so einer Sackgasse oder wie auch immer zu sehen sind. Ich sehe es halt nur auf meiner Karte, dass da eine Sackgasse ist, da oben. Also hier ist eine Sackgasse, da ist eine Sackgasse. Aber da kann halt sich so eine Kugel befinden. Wir werden sehen. Beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.